Die folgende Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Was? Was für eine Geschichte? Och, Manu. Einleitung versaut. Naja, ihr kennt es ja, schätze ich mal, ihr irgendwo hört. Das ist jetzt doof, das ist... Oh Mann. Na gut. Wieso habe ich die denn übersprungen? Bin ich irgendwie auf den Knopf gekommen? Scheinbar wahrscheinlich schon. Naja, jetzt starten wir endlich Zelda Skyward Sword. Und dass eine gewisse Tradition bei mir ist, dass der erste Spielstand von einem Zelda-Spiel immer mein wahrer Name ist, werdet ihr ihn jetzt erfahren. So, Lukas. Super Name, ich weiß. Danke, danke, danke. So, es geht... Ach, geht direkt schon los. Okay. Okay. Shit? Fuck. Heftig. Och nee. Ha, das ist geil. Dass sie das noch reingebracht haben. Ist ja wie ein Film aufgebaut hier. Hätte ich mal nicht diese schöne Sequenz übersprungen. Oh Mann. Vogel! Und schöne Musik. Und noch ein Vogel. Oh Mann. Und eine schwebende Insel. Skyloft! Soweit ich aus den Trailern weiß. Ich habe mich übrigens so gut wie überhaupt nicht spoilern lassen. Also ich habe ja halt nur den Trailer gesehen und halt ab und zu mal ein Gameplay, aber eher selten. Einfach nur so, wie es ist und alles. Und mir ist aufgefallen, ich bin dann ziemlich neu... Geil. Ist das Zelda oder was? Ah, naja. Mir ist aufgefallen, die meisten haben sich irgendwie nicht getraut, irgendwie, wenn man wo runterspringt. Da kommt ja irgendwie so eine Stelle, wo man einen bestimmten Knopf drücken muss, damit sich der Fallschirm öffnet. Und das will ich nachher mal ausprobieren, wenn ich soweit bin, dass ich ihn mal nicht aufmache, weil ich bin neugierig, was dann passiert. Ob ich dann Instant Death bin, ob Link auf den Boden knallt und... Was ist denn jetzt los? Hallo? Seht ihr aus? Oh. Gegen das Mikrofon gekommen, so ein Scheiß. Gegen den Mikrofonständer. Lukas, deine Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon, wirst du einem großen Schicksal entgegentreten. Die Zeit des Erwachens. Hat die gerade... Habt ihr hingehört? Hat sie angehört wie Lukas? Cool. Aber das Viech da gefällt mir überhaupt nicht. Sag mal, habt ihr auch diese beschissenen Streifen da oben? Also im Bild? Mich stören die ja mal richtig. Oh, wo kam der denn jetzt her? Mann, oh. Ich stell mal ganz kurz das Mikrofon, das wird knacken. So. Vogel! Genau, spuck mir einen Brief in die Fresse, du... Oh Mann. Ich krieg das Grinsen irgendwie nicht aus meinem Gesicht raus, das ist cool. Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genauso ist es doch, oder? Guten Morgen, Lukas. Heute ist die Vogelreiterzeremonie, unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Oh, ein Brief von Zelda. Cool. Okay, wieso hat er gerade so gemacht? Wir können spielen. Was? Wir haben 6 Herzen. Was? Das ist ja doppelt so viel wie... Okay. Umsehen. Okay.
Okay, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Ausrüstung. Kleine Geldbörse. 300 Rubine, ist ja klar. Was gibt's denn hier noch alles? Käfer. Ist ja cool, man kann auch mit der Fernbedienung so rum. Ist ja geil. Ich habe übrigens diese goldene Wii Motion Plus gekriegt. Wii Fernbedienung Plus. Weil ich habe es für 60 Euro gekauft bei... Oh, öffnen. Yay! Unsere erste Rubine, wir sind reich! Wir sind reich. Och nee, und er macht sogar wieder zu. Och, das ist ja sorgsam hier. Zu geil. Was können wir noch? Sprinten. Naja, finde ich nicht gerade schneller als das Laufen von ihm, aber... Oder kommt mir das nur so vor? Wartet mal. Naja, finde ich nicht gerade schneller. Ich gehe mal hier durch diese große Tür. Die sieht nämlich groß aus. Oh, unsere erste Schritte im Spiel. Das ist so schön, so schön, so schön. Der schwarze Bildschirm ist nicht schön. Ah! Oh. Oh, die Musik gefällt mir. Wolkenhort. Nicht Skyloft? Okay. Hübsch, hübsch. Okay, was können wir alles machen? Wir können laufen. Wuhu! Was ist hier los? Untersuchen. Wolkenstator, zurück. Speichern. Speichern und beenden und... Hä, Ich kann nicht zeigen. Das ist irgendwie wie Bewegungssteuerung. Das ist doof. Zur Zeit. Also... Werde ich mich wahrscheinlich noch dran gewöhnen müssen. Aber die Grafik, die gefällt mir ja mal richtig. Also... Oh. Hey, da ist ein Käfer! Kann ich den Käfer kaputt hauen? Laufen und... Du sollst ihn werfen, Link. Werfen! Okay, ich kann nicht werfen. Link hat das Werfen verlernt. Nein, das ist gar nicht gut. Hey, Lukas, hier! Jo. Guten Morgen. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Vogelreiterzeremonie, ja, ja, davon haben wir schon gehört. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Halte Z gedrückt und sieh zu mir und drücke dann A, um mit mir zu reden. Also so und dann... Ja. Genau, durch Drücken von Z kannst du die Ziele anvisieren. Ziel? Du kannst Personen durch Drücken von Z anvisieren und dann durch Drücken von A mit ihnen reden. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du Z auch drücken, um wieder nach vorn zu blicken. Aber auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut reden, also komm doch hier hoch, ja? Wie soll ich denn das machen? Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprintest, kannst du sie auf sie klettern. Halte A gedrückt und beweg dich, um zu sprinten. So kannst du kleinere Höhenunterschiede überwinden. Versuch's mal. Willst mich verarschen? Hier kommen wir doch nie im Leben hoch. Sekunde mal sprinten und... Jetzt war er schnell. Wow. Ist das meine Ausdaueranzeige, oder? Okay. Automatisch. Klingt gut, ja. Kann man auch so springen? Nein, was machst du denn? Och. Moment. So. Sah jetzt ein bisschen komisch aus, aber... Hopp. Wow. Cool. Hopp. Wow. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber cool. Hallo. Bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach, du bist verabredet. Zelda wartet schon. Wo du gerade hier bist. Was steht da? Mir, das Haustier von Zeldas Vater Gepora. Unserem Direktor ist weggelaufen. Hä? Ach. Ach, was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu mir zu bringen? Ja, okay. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen.
Wie soll ich aber dahin kommen? Du müsstest hier irgendwo was zum Hochklettern finden. Wenn du dich an dem Vorsprung entlang hangelst, dann solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Ja, gerne. Wie soll ich denn da bitte schön rüberkommen? Hier oben durch? Nee. Hier ist abgeschlossen. So ein Müll. Was soll ich denn dann machen? Ach so, ja. Okay. Hab schon verstanden. Ach ja, das ist so schön. Aber ich habe meine ganze Energie schon für die Vorfreude auf weggeballert. Das ist nicht schön. Okay, und hier Efeu hochklettern. Jo, und ich habe eine SMS gekriegt. Vielleicht habt ihr das gehört, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Werde ich mal ganz kurz pausieren, weil ich nicht weiß, was da los ist. Also, tschüss, bis gleich.